Montag, 17. Juni, heute startet der BSC Eibe in die neue Saison. Wie ihr seht, nicht hier im Zuhause, im Wankdorf-Stadion, wo kein Rasen mehr liegt. Warum liegt momentan kein Rasen? Das, weil der alte Meisterrasen ausgedient hat. Der wandert in den nächsten Tagen nach Wädenswil, ist jetzt schon ausgebaut worden und wird in den nächsten Wochen ersetzt durch einen von der neuesten Generation, der hoffentlich uns ebenfalls wieder zu grossen Erfolgen wird führen. Darum die Mannschaft eben hinter auf der Almend am Trainieren. Dort wollen wir nachher auch her. Aber vorher wollen wir jetzt schnell mit dem Trainer, mit dem Gerardo Seoane, reden und ihn fragen, mit welchem Gefühl er heute Morgen Richtung Bern ist gefahren. Ja, gestern eine riesen Vorfreude. Heute unglaublich motiviert und Spass gehabt, hier hinzufahren. Der normale Prozess, wie bei allen, die erste Woche in der Ferien noch nicht ganz runterfahren, die zweite so richtig geniessen und in der dritten hat es schon langsam wieder ein bisschen kribbeln, ein bisschen arbeiten, ein bisschen vorbereiten und ja, wir haben uns alle gefreut, das jetzt gesehen. Und hier stehen wir jetzt auf dem Kunststrassenfeld vor Almend. Hinter mir läuft das Training vor der ersten Mannschaft, die noch ohne Nationalspieler auskommt. Darunter auch der luxemburgische internationale Neuzugang Christopher Martins Pereira, der noch fehlt. Dafür ein paar bekannte Gesichter, die ausgelehnigen Lino Sobexer, Tauland Seferi und Pedro Teixeira, die dazugehören. Und die drei Neuzugänge, die in der ersten Mannschaft werden Eingang finden, der Nicola Bürgi, der Fabian Lustenberger und der Marvin Spielmann. Marvin, herzlich willkommen in Bern bei IB. Der erste Halbtag, wie hat er angefangen in Gelb-Schwarz? Zuerst danke vielmals. Soll ich sagen, es hat Spass gemacht, das erste Training zu bestreiten. Mit neuen Teamkollegen haben mich extrem darauf gefreut. Ja, den Niki Bürgi habe ich kennt, den Ulis, den Jordan von der U21. Nazi und auch schon von früher, wo wir gegeneinander gespielt haben. Also von dem her war das Training nicht schlimm. Auf deiner Brust prangt eine schöne einstellige Nummer, die 7, die du dir hast gesichert hast. Erzähl mal, wie ist es zu dem gekommen? Warum bedeutet dir 7 etwas? Und wie ist das Gespräch abgelaufen mit Miralem, dass du die 7 von ihm darfst übernehmen? Das war so, dass ich bin viel mit dem Sandro zusammen in der Freizeit und auch privat. Und dann habe ich so ein bisschen etwas gehört vom dass so irgendwie das 10 die Runde macht und dass der Miralem vielleicht das 10 nimmt und wo ich anschließend unterschrieben habe, hat mich der Christoph gefragt nach den Nummern und dann habe ich dann gesagt, ja, 7, wenn es frei wird und sonst nehme ich 33 und so ist das gekommen. Ja, bringt sicher etwas Unberechenbares, wo man nicht so oft hat im Fußball, das heisst gegen 1, plötzlich ein Abschluss aus 30 Metern, unglaublich viele Scorerpunkte bei Thun können erzielen. Aber es ist auch ein Spieler, der noch jung ist, der so viel Erfahrung gesammelt hat, der sich auch zwischen das Gefühl reinbringen muss. Er wird uns mit seiner Qualität unglaublich viel bringen können. Aber auch da gilt natürlich das Leistungsprinzip. Es gibt einen grossen Konkurrenzkampf auf diesen Positionen. Aber es ist ein Spieler, der auch den Willen hat, weiterzukommen, der sich auch bereit erklärt hat, weiterhin an sich zu arbeiten, hart zu arbeiten, um den nächsten Schritt zu machen. Ich glaube, der Marvin wird uns sicher viel Freude bereiten. Niki, willkommen zurück bei IB. Wie hat sich das angefühlt, heute Gelbfahrt zu überstreifen? Ja, wunderbar. Eine riesen Vorfreude auf das Training und auf alle wieder zu sehen. Viele Freunde noch da. Und, ja, es ist mein Herzensverein und Bern ist ja meine Stadt. Ja, riesen Freude hier zu sein. Ja, der Nicola hat ja schon eine Superliga-Erfahrung gemacht in Thun. Er hat dort sehr gute Leistungen gebracht, hat dann durch eine schwierige Verletzung ein bisschen Rückfall gehabt. Er hat jetzt in Aarau neuen Schwung holen. Wir haben ihn immer genau beobachtet, ihn und den Linus Obexer. Und wir sind der Meinung, dass der Nicola jetzt bereit ist, in diesem Kader um seinen Platz können zu kämpfen, dass er reale Chance hat, auch den Platz auch für sich können zu entscheiden im Konkurrenzkampf mit Disney. Ist ein sehr entspannender Spieler, auch von der Persönlichkeit. Und wir sind froh, dass er sich auch dafür entschieden hat, wieder zurückzukommen. Ja gut, ich schaue sicher auf ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr zurück. Für mich persönlich, aber auch für die Mannschaft. Ich habe nach einer Verletzungsphase sehr schnell eigentlich den Tritt wieder gefunden, habe sofort gespielt und ja, ich bin sicher auch als Persönlichkeit irgendwo gereift. Ich habe sehr viel Verantwortung übernommen, eine Leaderrolle gehabt in Aarau. Und ja, manchmal habe ich nicht verloren, aber am Schluss natürlich sorgt es schon noch immer noch ein bisschen, dass wir die Barrage abgegeben haben oder verloren haben noch im Rückspiel, nach dem Hinspiel, wo wir 4-0 gewonnen haben. Aber ja, wir haben das lange auch analysiert und irgendwann musst du so abhängen und abschließen und nach vorne schauen. Das mache ich jetzt.
Ja, der Abschied von Steve tut unglaublich weh, aber wenn man dann natürlich mit dem Fabian Lustenberger kompensieren kann, dann lacht natürlich der Trainer wieder ein bisschen mehr, oder? Weil das ist ein Spieler mit unglaublicher Erfahrung in der Bundesliga, 11 Jahre lang in der Bundesliga können spielen, sich immer wieder durchgesetzt, auch das Captain-Amt eine Zeit lang dürfen ausführen bei diesem Traditionsverein. Also ist wirklich ein Spieler mit einer guten Mentalität, mit einer grossen Persönlichkeit, wo uns wird helfen, die jungen Spieler weiterhin zu begleiten. Wir erhoffen von uns natürlich von ihm fußballerisch sicher einiges, mit seiner Abklärtheit, mit seiner sauberen Technik, Stellungsspiel, aber vor allem auch in der Entwicklung der Mannschaft, mit seiner Ausstrahlung, mit seiner Persönlichkeit, dass er uns da mithilft, wieder ein gutes Team zusammenzuformen. Ja, Fabian Lustenberger, herzlich willkommen in Bern bei IB. In Bern sagt man Fabian Fäbu, passt das? Ja, das passt sehr gut. Das kenne ich auch von meiner Luzern-Zeiten noch oder von meinen Kollegen, der Fäbu. Ja, das kommt eigentlich, das passt auf jeden Fall. Wir haben Freude, bist du da im Winter schon verkündet worden, der Wechsel zu IB. Jetzt auch für dich langsam so ein bisschen ja, der Tag kaum mehr erwartet, wo du das gelb-schwarze Liebli endlich überstreifst. Ja, es ist relativ schnell gegangen im Nachhinein. Also, als im Ende Januar das verkündet wurde, habe ich gesagt, okay, noch 4 Monate Zeit, bis das Saisonende ist, bis die Ferien, und dann geht es dann los. Und plötzlich ist der Tag gekommen, das letzte Spiel in Berlin, dann haben wir noch eine USA-Reise gehabt. Und jetzt 2 Wochen Ferien, und in 2 Wochen ist eigentlich schon jeder Tag, wo es näher kommt, ist so ein Gefühl gekommen, und dann haben wir gemerkt, okay, jetzt gibt es wirklich etwas Neues, es ist wirklich so, also du gehst nicht zurück auf Berlin, wieder in die alte Kabine, die du kennst, sondern du kommst zurück heim in die Schweiz zu einem neuen Verein und alles, und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl gewesen, und ich bin heute gut aufgenommen worden, habe ein gutes erstes Training gehabt, und jetzt, jetzt hoffen wir, dass wir eine gute Vorbereitung spielen können, gesund bleiben, fit werden und dann in der Meisterschaft angreifen. Eine von deinen grossen Stärken ist auch deine Polyvalenz. Du kannst sowohl im Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung spielen. Ich habe vor dem Transfermarkt schnell geschaut, das hält sich auch etwa die Waage, wie viel du bei Hertha auf welcher Position hast gespielt. Wie sieht es da eigentlich aus beim BSC IB? Weißt du da schon, wo du mehr gebraucht wirst? Oder wird sich das alles in den kommenden Wochen erst klären? Nein, ich denke schon, erstmal, dass ich hinten eingeplant bin in der Innenverteidigung. Das ist auch ganz klar in den Gesprächen so gesagt worden. Aber ich habe immer wieder gesagt, dass ich schlussendlich versuche zu helfen, wo ich gebraucht werde. Und wenn das dann im Mittelfeld ist, wo es irgendwie Spieler ausfallen oder irgendetwas ist, dann versuche ich dir zu helfen. Und ich gebe immer oder versuche immer das Beste zu geben für die Mannschaft und dort zu sein für die Mannschaft. Und alles andere entscheidet wie immer der Trainer. Das habe ich in Berlin immer gesagt und das würde ich auch bei Bern noch weiter so sagen. Es war in anderer Sprache, aber das ist der einzige Unterschied, glaube ich, am Ganzen. Kommen wir zuletzt noch auf deine Rücken, respektive jetzt auf die Brustnummer zu sprechen. Das 28, was hat es mit dem auf sich? Du hast es schon beim anderen BSC, bei Hertha, gedreht. Ja, ich habe es damals in Luzern zugewiesen bekommen, vor 13 Jahren, also als ich angefangen habe, 2006 war das. Und in Berlin habe ich sie behalten und habe sie jetzt 12 Jahre behalten und fühle mich wohl. Und habe bei den Gesprächen relativ schnell gesagt, dass ich gerne die Nummer hätte. Und es war auch gut, dass es frei war und es kein Problem gegeben. Und ja, es ist einfach so eine Nummer, die mich durch die Karriere begleitet hat. Und ich glaube, wenn etwas passt, dann muss man es auch nicht ändern auf Biegen und Brechen. Und ich fühle mich wohl mit dem 28. Und darum bin ich froh, dass ich es hier auch bekommen habe und hoffe, dass es endlich erfolgreich wird. Ich glaube, es passt ganz gut zu IB. Der 28. April, der ist in Geschichtsbücher eingebrannt. Ja. Von dem her, du trägst jetzt das Rückennummer und wünsche einen guten Start. Ja, willkommen bei IB. Merci vielmals.